mal im Vorne. Story, neues Spiel und weiter. Wir sind natürlich dabei, weiterzumachen. Und, ja, es ist, Ich gehe mal auf weiter, bevor ich hier irgendwelchen Blödsinn wieder quatsche, ne? Und, ich weiß gar nicht, was wir so machen müssen. Ich, ne, wie gesagt, ich kenne das Spiel ja gar nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Folgen gemacht. Das ist die 5. heute und, ja, wir schauen einfach mal, was das uns so anbietet, ne? Okay, warte mal, ich gehe mal ganz kurz auf Y. Okay, da können wir in die Werkstatt. Aber, nö, ich will erstmal. Wir könnten uns was Neues kaufen, aber den Sinn vom Kaufen sehe ich in dem Spiel ehrlich gesagt noch nicht ganz. Weil, vielleicht wird das später mal wichtig, ne? Aber irgendwie das Ding ist halt einfach, dass wir halt, ne? Wir können shiften, driften, ne? Was sollen wir denn irgendwie, ne? Ah, da sehen wir die Autos, in die wir hier reindriften können. Cool. Warte mal, ich gehe mal einen tiefer. Ah, okay. Komm, wir suchen uns mal eine schöne Karre aus von. Der ist ja ganz nett eigentlich. Was ist das für einer? Das ist ein Alpha? Das ist ein Dodge. Was ist das für einer? Das ist auch ein Alpha. Ich will jetzt erstmal eine schicke Karre mir holen. Das ist ein Pontiac. Oh, Pontiac ist natürlich auch eine coole Karre. Pass mal, wir gehen mal in den Pontiac. Oh, ich habe mich verklickt. So, ich weiß jetzt nicht, wo wir lang müssen. Ne? Ich guck mal ganz kurz hier auf Y in die Karte. Wir fahren einfach mal eine Runde durch die. Wir können das ja mal ganz kurz so machen, Freunde. Oh, das war der falsche Knopf. Dass wir jetzt mal so ein bisschen hier gemütlich durch die Stadt cruisen. Ne? Ich sehe im Leben nicht, wo ich lang muss, ne? Aber. Also, liebe Leute, seid mir nicht böse, aber diese Perspektive ist irgendwie gar nichts für mich. Okay, da kommt ein Feuerwehr. Ich glaube, der ist stärker als wir auf jeden Fall. Da ist mal eine ganz nette Karre. Es rammelt ein bisschen. Was kommt denn da geflogen, Freunde? So, wollt ihr mich verarschen hier, oder was? Ich glaube, hier können wir gar nicht geradeaus. Hier, wir machen alles. So, pass mal auf. Oh, okay. Okay. Und Heide mit Sky. Yeah! Oh, nein! Okay. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich bin Polizist, ich darf das. So, pass mal auf, wo müssen wir das mal langfahren? Warte mal auf kurz Y. Da ist was Geschlossenes, da ist ein Blitz. Okay, pass mal, wir fahren mal geradeaus weiter. Und dann fahren wir mal auf Richtung Blitz zu. Weg da, wir sind hier im Einsatz ganz schwer. Was ist denn da? Ist das Blaues? Was ist, was? Diese blauen Punkte, wofür stehen diese? Ah, okay, was ist das? Okay, da kann ich wohl noch nicht viel machen. Okay, dann drehen wir nochmal um. Kollege, du warst jetzt erstmal eine Runde, ne? Wenn okay, eine Parko weniger, ne? Das freut die meisten bestimmt, ne? Okay, wir müssen jetzt hier geradeaus. Echt geradeaus? Geradeaus, okay. Wenn wir geradeaus müssen wir geradeaus, ne, die Leute? Mhm. Sehr schön gefahren, Craig. 5 Monate Training und endlich begreifst du mal, worum es geht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wer quatscht da? Oh, ein Beetle. Ihr wisst ja, ich liebe Beetles. Ich glaube, der mit dem gelben Zipfel da auf dem Kopf, den müssen wir mal. Okay. Den müssen wir gleich verfolgen. Gar nicht so schlecht, ne? Also für ein Spielkind, ne? Was ist jetzt damit? Pass mal auf, ich glaube, jetzt müssen wir shiften, ne? Wir shiften mal, Jungs, wir shiften mal. Sehr schön gefahren, Craig. Danke. 5 Monate Training und endlich begreifst du mal, worum es geht. Ehrlich? Nein. Wir haben die Möhre benutzt. Wir haben sie sogar lecker zubereitet. Jetzt ist es Zeit für den Stock. Du wirst fahren lernen und wenn es dich umbringt. Aber ich... Okay, Stunt. Schreien lernen. Ich dachte fahren, aber wir lernen jetzt mal schreien, Leute. Das kann ich zwar schon, aber... Vielleicht auch doch nicht. Wir machen das mal. Ich weiß nicht, was davon zukommt, aber wir testen das mal. Nee, Freunde. Ich glaube, das war gerade ein großer Durchbruch für mich. Das freut mich, Craig. Im Büro liegt sicher noch eine frische Hose für dich. Sie haben eine Ersatzhose? Na, die werden Sie aber auch brauchen. Driften, sprinten und überholen, um Puls des Lehrers auf 180 zu bringen. Jetzt aber vorsichtig, Craig. Schön ruhig bleiben.
Das berechne ich deinen Eltern, Craig. Ja, ja, ja. Gar nicht witzig, Craig. Nein, natürlich jetzt nicht. Jetzt fahren wir bitte langsamer und... Oh, oh, oh! Pass mal auf, Alter. Du hast gesagt, wir werden das Fahren, das Schreien lernen. Sowieso und überhaupt. Und... Okay. Super Sache, super Stunde. Jetzt fahr bitte hier rechts an, Craig. Ja, ich habe noch Zeit übrig. Und ich will, was ich bezahlt habe. Ich auch. Ah, gibt's einen Rabatt auf die Stunden? Mhm. Oh, ich verstehe. Das ist Erpressung. Niemals. Ich hab meinen Stolz. Hast du? Ja, oh. Ja, ja. Bitte. Ich knapp daneben gibt's auch jung. Punkte. Geil. Jedenfalls. Okay, ich glaube, er hat so ein bisschen Angst. Oh. Ich gebe dir 10% auf deine extrem vielen zukünftigen Fahrstunden. Ja, das ja. reicht lange nicht. Nein, wir wollen das Ding auf Lau, Bruder. Hoppla. Ja. Hoppla? Oh, ich gebe dir gleich Hoppla, du Volltrottel. Hat er gerade Volltrottel gesagt? Pass mal auf, Kollege. Ach, da ist der Puls. 100, geht wieder runter. Okay, das müssen wir ändern. Irritiert ihn gar nicht, ne? 162, er bleibt tapfer auf 162. Gut, das war 172, das ist okay. Okay. Wowie, dowie, wow, wow, wow. Also, das war doch locker, oder nicht? Eine frische Hose wäre wohl angebracht. Ja, er hat ja Ersatzhosen dabei, das hat er ja bereits gesagt. Dann gehen wir mal auf weiter, ich glaube, das war ganz okay. Das war auf jeden Fall eine schöne Mission, die fand ich gut. Wenn du weiter Omas mit Reifenschäden lieferst, wirst du bald Fischverpackungen von der Straße lesen. Was? Jetzt zeig mir mal endlich ein bisschen Action. Action, okay. Da will jemand Action. Und die alte Frau mit dem platten Reifen. Pures Gold. Stand für TV-Serie, Film. Die Show heißt Die verrücktesten Fahrer. Ein echtes Automassaker. Hast du dir die Show schon mal angesehen? Ich lese Bücher. Trinke guten Wein. Wenn du mir weiter Omas mit Reifenschäden lieferst, wirst du bald Fischverpackungen von der Straße lesen. Zeig mir mal endlich ein bisschen Action. Das Kind will Action. Okay, das Kind kriegt Action. Nun ja, dann schauen wir mal. Ich weiß ja nicht wieder... Oh, was jetzt? Ich sehe nichts. So, fahre zu dem Drehort. Okay. Wir haben keine Dreherlaubnis für diese Straße, Mary. Wir müssen zum vereinbarten Ort. Mhm. Ja, ja. Bereit, den Wagen ins Blutbad zu steuern? Ja, ja. Weißt du was, das ich nicht weiß? Halt du schön die Kamera drauf, Jeff. Ich heiße Jack und wehe, das wird nix. Das wird schon. Bruder, das wird schon, mach dir mal keine Sorgen. Habt ihr den Drift gesehen, Freunde? Das war aber vom Allerfeinsten. Also ich bin stolz auf John Tanner. Und jetzt? Muss ich jetzt hier drauf? Na bitte, wir suchen nach Rasern. Okay. Also Augen offen halten. Augen offen halten. Okay. Stunt in der blauen Zone filmen. Okay. Ziel, Moment, Ziel. Shift in ein beliebiges Fahrzeug. Okay. Aha. Dann machen wir mal. Der sieht doch ganz gut aus. Okay, fahre 160. Okay. Aber nur in der blauen Zone, ne? Moment. Aha. In der blauen Zone. In der blauen Zone, das ist gar nicht ohne. 160, soll ich da 160 drauf kriegen? Okay, die blaue Zone ist relativ kurz, da müssen wir mal. Da müssen wir mal auf jeden Fall gut an. Okay, das ist. Gut, da muss ich wahrscheinlich. Moment. Okay, da müssen wir wahrscheinlich von da oben irgendwie kommen, dass wir schon irgendwie voll was drauf haben. Ich meine, ein Tempo, ne? Drauf habe ich ja nichts, das wisst ihr ja, ne? So, ganz kurz mal gucken. Wir haben jetzt hier 88. 130. Das reicht immer noch nicht, verdammte Scheiße. 120. Okay, ich glaube, mit dem Gehuppel ist nicht so gut dabei. So, jetzt. Moment. Wir müssen jetzt 160 drauf kriegen. Ich glaube, das reicht noch nicht. Oh! Wir brauchen doch noch ein bisschen mehr, ne? Zurück in die blaue Zone und 160 fahren. Tut mir leid, Schwester, die Tasche. Ja, okay. 160. Krieg jetzt die 160. Mal, jetzt ganz kurz hier mal ein Rie. Das heißt erstmal hier. Ey, schieb uns nicht an. Ich habe hier einen Plan immer. Ich habe gerade irgendwie bin mit einem Plan dran, ne? So, Moment, so, hier. So, und jetzt hier Gas geben. Reicht das? Das reicht doch im Leben nicht. Aber wir versuchen es mal. Okay, jetzt volle Lotte. Und
120. 140. 59. Gerade die Salzwüste, aber fürs Fernsehen reicht's. Da ist unser Raser. Na los, lass die Reifen qualmen. Okay, 20 Meter driften. Auch wieder wahrscheinlich in der blauen Zone, ne? Okay, 20 Meter driften. Verbranntes Gummi, ich liebe es. Driften ist echt cool, ja, aber ich will Frontalzusammenstöße. Was willst du? Bau einen Frontalcrash. Ich muss näher an den Van ran, um ihn draufzukriegen. Okay, er will einen Frontalcrash. Den soll er haben. Aha. An den Van? An welchen Van? Ach, da ist ein Van. Den sollen wir... Frontalcrash. Okay, pass mal auf, du Penner. Bau einen Frontalcrash. Okay, das bringt wohl nicht viel. Gut, das heißt, das Problem ist... In der blauen Zone. Verdammt, das war nicht... Schlecht, aber näher an den Van und Jack kann filmen. Ja. Das Ding ist, es war nicht... Okay, die Karre fährt sich kaum noch. Moment, ich würde sagen, wir driften mal ganz kurz. Ein kleiner Frontalzusammenstoß. Ja. Nichts Tödliches, nur ein bisschen Unterhaltung. Okay. Pass mal auf. Kollege, dich hätte ich ganz gerne. Das war ein schöner Caddy, aber... Es ist... Oh Gott, das Ding kann ich gar nicht machen. Ein neuer Tag, ein neuer Airbag. Der schöne Caddy. Okay. So, zurück... in den Nachrichtenwagen shiften. Okay, machen wir mal. Moment. Mhm. So, Nachrichtenwagen hier, bitte sehr. Was glaubst du denn? Schon toll, aber ich will mehr. Wenn du meinst. Fahre zum nächsten Drehort. Okay. Naja, Freunde, das ist halt bei mir mittlerweile nur gewohnt, ne? Okay, boah, die Karre ist aber... Oh, den schönen Caddy. Ich habe den schönen Caddy. Das tat mir so leid. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber es ist hier alles nur virtuell. So, okay. So, müssen wir da wahrscheinlich wieder parken. Okay. Wo muss ich denn da hin? Willst du einen Preis? Dann brauchen wir große Sprünge. Da kenne ich den richtigen Ort. Will mal einen Okay, wer braucht ein Sprungbrett für die große Fernsehkarriere? Der Wagen sieht ja ganz geil aus. Das ist ein Alpha. Ich werde Jeff mal echtes TV-Gold geben. Muss ja nur jetzt? Rattenfänger für ein paar Cops spielen und sie durch brennende Reifen springen lassen. Wie mache ich das denn jetzt? Cops? Cops, wie krieg ich denn Cops? Freunde, wie krieg ich Cops? Ach, den soll ich crashen. Wer will seine 15 Minuten Ruhe? So, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Okay, ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwie rein, oder? Ne? Ziel. Cops zum Ziel führen. Okay. Wir sind irgendwie gar nicht im Ziel, ne? Ich glaube... Okay, dann fahren wir nochmal zurück. Boah, das ist ja ein geiler Truck, ey. Das ist ja cool. Okay, komme ich jetzt hier rein? Jetzt geht's los, Leute. Schön festhalten. Genau, schön festhalten, Freunde. Jetzt wird das amtlich hier, ne? Na, kommt ihr, Freunde. Ja! Das wäre im Kasten. Ich rieche Auszeichnungen. Die beste, billige, dumme Leute-Vorabendshow. Tja, haben wir uns verdient, Jeff. Das stimmt. Das und ich heiße Jack. Jack, okay, Jack. Das ist übrigens der gleiche Sender, der auch da, ne? K-E-O-C, ne? Your Eyes on the City. Wo auch dann die Tante, die Luzi mit der Uzi waren. Wir gehen mal auf weiter. Was? Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ne? Also irgendwie habe ich es hingekriegt. Ich weiß nicht wie. Was haben wir denn jetzt? Mal ganz kurz hier. VW, da war ein VW. Ihr wisst ja, ich liebe VW Beetle. Ah, da bin ich gerne. Oh, Moment, das war falsch. So, zum Abschluss der Folge, ne? Cruise war noch ein bisschen in meinem Lieblingsauto hier, ne? Im schönen Beetle. Durch die City, da ist ein T. Wofür ist das T? Kann ich irgendwo rausfinden, wofür das T ist? Mhm. Ja, Chinatown. Okay, gar kein Problem. Ach, das T steht wahrscheinlich für Tenner. Da ist Tenner. Kommen wir in Tenner rein? Ob das sich jetzt selber sieht, Freunde, das würde mich aber echt immer interessieren.
Aber gut, wir cruisen jetzt erstmal eine Runde. Ja, pass mal auf, Freunde. Na, das ist das Geile, die springen alle weg. Man kann hier echt keine Leute töten, ne? Das sind auf jeden Fall sehr, sehr raffinierte Passanten. Das ist auf jeden Fall vom Allerfeinsten hier. Okay, Tenner, wir gucken mal ganz kurz, was du sonst in der Nähe. Ja, ich glaube, diese blauen Dinger, da kann man sich irgendwie reindriften, ne? Aber, meine lieben Freunde, ne? Pass mal auf, Bulle. Ah, nein, ich kann den schönen Beatle nicht kaputt machen. Ich wollte ja gerade ein bisschen liederlich werden, aber nein, das ist das. Na, Baby, was hältst du von meiner Karre? Cooles Teil, wa? Wow. Wo ist eine Hupe? Ah, das ist Hupe. Na, Baby, willst du mitfahren? Ey, komm, fahr mit, Schwester. Nein, sie will nicht. Okay, meine Leute, wie soll ich sagen, ne? Bei der ganzen Scheiß hier, sag ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal gucken, was da so auf uns noch zukommt. Also diese Stunt-Geschichte fand ich echt geil. Ja, muss ich sagen, hat mir gefallen und ich denke mal, damit so einiges von geben. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Herzlich willkommen. Ciao, ciao, sagt euer Spiegel 45. Beetle-Besitzer, ich bin so glücklich mit euch.